Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Heute habe ich einen Single Cask von Highland Park hier stehen. Diese Abfüllung hat für viel Furore gesorgt. Einmal, weil es von Highland Park offizielle Single Cask Abfüllungen in den letzten Jahren eigentlich nicht so am Markt gab. Und deshalb waren viele Leute ja scharf auf die Abfüllung. Und da ein Fass für Deutschland nicht reicht, hat es eben viele Diskussionen in den Foren gegeben. Ich selber habe auch schon oft genug keine Flasche bekommen bei diesen Hype-Abfüllungen. Und dann ist man natürlich nie besonders gut drauf. Und so wird natürlich in den Foren wieder viel hin und her diskutiert. Ich selber bin froh, dass ich mittlerweile hier über den Kanal eine treue Fangemeinde habe. So ist es mir möglich, jetzt dieses Video zu drehen, ohne dass ich Besitzer dieser Flasche bin. Ich habe sie von einer Person zur Verfügung gestellt. Und es gibt ja diese Fundamentalisten, die sagen, eine Zuhe-Whisky-Flasche geht nicht, die muss immer auf sein. So einer bin ich jetzt auch nicht. Und deshalb kann ich gut verstehen, dass die Person sagte, ich stelle sie dir gerne für deine Filmaufnahmen zur Verfügung, aber ich möchte sie jetzt noch nicht aufmachen. Dann habe ich von einer zweiten Person ein Sample bekommen und da habe ich mich ganz besonders drüber gefreut. Und ich möchte die Namen jetzt auch nicht nennen, nicht, dass ich glaube, dass diese Person nichts abgeben will, eher im Gegenteil. Aber ich möchte ihn da auch nicht in Verlegenheit bringen, möchte ich jetzt hier auch nicht. Wie gesagt, ich bin froh, den hier einmal für euch probieren zu dürfen. Vielleicht auch an die, die die Flasche haben, aber noch nicht aufmachen wollen, wie eben ja mein Bekannter. Und von der Seite, ich schütte den jetzt einfach mal ein. Ich habe 2 CL, ist jetzt nicht die Welt. Klar, reicht nur, um an der Oberfläche zu kratzen. Aber mehr schaffe ich in meinen Videos ja sowieso nicht. Ich schütte ihn mal ein. Was für eine Farbe. Wir lassen uns ja alle von Farben leiten, oder? Ich bin da keine Ausnahme, um Gottes Willen. Ich versuche da aber bewusster ranzugehen. Auf jeden Fall habe ich es mir vorgenommen und mich nicht so sehr blenden zu lassen. Oder wenigstens kurz darüber nachzudenken, dass ich gerade beeinflusst werde von meinen Augen. Ich habe dort hinten 2 Standard-Highland Parks stehen. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Da sieht man, dass die deutlich heller sind. Also wir haben es hier nochmal zu den Daten mit einem First Fill Sherry Butt stehen. Ist sogar extra, steht bei einem europäischen First Fill Sherry Fass. Also haben wir europäische Eiche. Ich lasse mal ein bisschen ziehen. Das kann, schadet dem bestimmt nicht. Wir haben das Fass 5886, 12 Jahre, 2003 gebrannt, jetzt 2016 abgefüllt. Wo ich ein klein wenig Hoffnung habe, ist hierbei Single Cask Series. Leider habe ich jetzt schon mitbekommen, dass es eben auch in Schweden und in Dänemark jetzt zeitgleich andere Einzelfässer gab, extra für die Länder. Ich hoffe, dass nicht damit die Serie gemeint ist, sondern dass da vielleicht auch nochmal weitere Fässer nachkommen. Denn wie gesagt, auf den derzeitigen Durst auf hochwertigen Single Malt in Deutschland, ja, ist dieses Single Cask einfach nur der Tropfen auf dem heißen Stein, wie es so schön heißt. Es wurden 630 Flaschen abgefüllt, 58,1 Volumenprozent. Sonst keine großartigen Informationen. Eine Umverpackung gibt es nicht. Also daran sieht man schon, dass Highland Park da drin auch nicht geübt ist. Auf jeden Fall zur Zeit. Ich weiß nicht, was früher einmal war. Von den namhaften Herstellern, die oft Single Cask anbieten wie Glenfarclas, Benriach, Glendronach. Die haben Standard-Umverpackungen. Dann wird da oft eben das Etikett nochmal aufgeklebt oder gedruckt vom Single Cask. Und ja, da sieht man, dass das Ganze Methode hat. Hier merkt man, die Flasche kriegt man so. Ja, Schwamm drüber. Man ist froh, dass man sie in den Händen halten darf. Aber kleiner Kritikpunkt von mir. Der Preis bei den Wahnsinns, Preisverläufen, die wir zurzeit haben, ist akzeptabel. Er hat in einem großen deutschen Online-Shop um die 120 € gekostet.
für ein Glenronach-Fass 12 Jahre, wenn das jetzt kein exklusives Fass für irgendeinen Whisky-Importeur war, sondern aus der Standardserie, da bin ich, glaube ich, nahe dran. Also ist jetzt nicht abgehoben. Ich habe auch mit einigen geschrieben und gesprochen und dort habe ich schon mal ganz klar gesagt, egal wie der schmeckt, finde ich den schon mal sympathischer als jetzt die alten nordischen Götter oder die neue Elemente-Serie da mit Feuer und Eis und Dynamit. Da habe ich dann einen 15-Jährigen in Fassstärke, aber ein Wetting aus mehreren Fässern und das Ding kostet dann 200 irgendwas Euro plus. Da sind mir hier die 120 Euro für ein Einzelfass dann doch sympathischer. Okay, ich habe da hinten einmal den 12er stehen und den 18er. Mir geht es eigentlich nur darum, einmal kurz mir nochmal präsent zu machen, was der Highland Park oder was den so ausmacht. Ich will ihn gar nicht probieren, aber einfach nur meine Nase haben. Highland Park, jetzt so aus dem Stegreif, gefälliger Malt, durch den leichten Rauch, eine schöne zusätzliche Note, macht ihn eben komplexer und ja, Heidekraut. Ich rieche jetzt schon sowas in der Art, diesen typischen Highland Park Geruch. Als jemand, der stark getorfte Whiskys häufiger trinkt, finde ich den Rauch dezent. Manche beschreiben ihn mit stark. Finde ich jetzt nicht. Ich finde, er harmonisiert super mit diesem Heidekraut. Angeblich liegt es ja daran, diese Heidekrautnote, weil man, ich habe es irgendwo natürlich auch, wie ihr auch sowas macht, im Internet gelesen, flach gestochenen Torf nimmt, der eben noch viele Bestandteile, ja, Grasbestandteile dann eben enthält, wo es noch nicht so zersetzt wird, als wenn man tiefer gestochenen Torf nimmt. Okay, lassen wir das mal so stehen, aber dieser Heidekrautnote ist definitiv da. Schöne, voluminöse Malznote und ja, so eine leichte Honigsüße. Und hier, ich weiß nicht, wie der 12er, ich meine, der hat ja auch nur 40 Volumenprozent, wie der vom Fass zusammengesetzt ist. Ein bisschen Sherry-Anteil hat er auf jeden Fall und so eine leichte Sherry-Note. Und das macht es für so einen Einsteiger, den ich irgendwo 35 Euro kriege, natürlich super komplex. Also, ich hatte ihn jetzt vor der Kamera, glaube ich, nur einmal in einem Blind-Tasting, wo ich ihn nicht erraten habe. Aber ist auf jeden Fall, denke ich, einer der Top Einsteiger-Malls schlechthin. Wenn man von allem ein bisschen mag, einen gefälligen Malt. Ja, so beschreibe ich jetzt Highland Park. Ich weiß, ich langweile euch. Wir sollen zum Single-Cast kommen. Nehmen nochmal eben den 18-Jährigen. Warum mache ich das? Ich stelle mir die Frage, ich habe auch mit ein paar Personen darüber gesprochen. Ich bin es ehrlich gesagt zurzeit so ein bisschen leid, diese ganz stark aufgeladenen Sherry Malts. Ich meine, hier haben wir keinen Finish oder keine Finish-Geschichte, aber trotzdem, das ist zurzeit auch so ein Hype für sich, dass Abfüllungen gemacht werden, die dann nur darauf aus sind, oder was heißt nur, aber ich finde, es ist eben zurzeit sehr, sehr stark, möglichst dunkel, dann eben auch Fässer, die gerade mal 7-8 Jahre alt sind und dann eine mordsmäßige Sherry-Fracht, die alles, oder ich mag's. Ich bin's zurzeit nur so ein bisschen leid, wie jemand, der, ihr kennt's auch, wenn ihr eine Tüte Haribo esst und ihr mögt Haribo, die letzten futtert er nur noch so. Und irgendwie habe ich da zurzeit so eine Art Hassliebe. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen Abstand davon kriegen. Und gerade bei Highland Park, ich meine, diese Note macht ja Highland Park so aus. Und mich interessiert, vielleicht finde ich da überhaupt noch Ansätze von wieder. Oder ist es in Anführungszeichen nur ein schwerer Sherry-lastiger Malt aus dem First Fill Fass? Da dominiert eben sehr schnell das Fass, auch wenn er erst 12 Jahre alt ist. Und deshalb mache ich das gerade hier. Jetzt haben wir den 18er. Der Rauch so ein bisschen dezenter.
ist für mich jetzt eigentlich nur noch so eine Heidekrautnote. Ja, habe ich. Finde ich, hat man ja eigentlich eher bei den Jüngeren. Hier habe ich irgendwie sowas Zitronenschalenmäßiges, musste ich gerade dran denken. Und etwas, ja, sagt man so schön, Gesetztes. So eine leichte Eiche, die da durchschwingt oder Tabaknote. Ah, Tabak nicht. Aber diese Lederpolitur, ich glaube, das fasst ganz gut. Eine Malzigkeit ist auch etwas zurückgetreten. Eben wirklich das Gleiche fortgesetzt in Alt. Und der 18er ist ja wirklich ein Knaller. Leider auch nicht mehr ganz günstig. Ja, das ist Highland Park, wie man sie kennt. Probieren möchte ich, wie gesagt, jetzt gar nicht, weil ich mich dann doch voll und ganz hier auf ihn konzentrieren will. Ich, wie gesagt, habe mich jetzt ein bisschen ziehen lassen. Ich mache eben ein Foto. Ich mache diesmal mal zwei Fotos. Ich kann ja die anderen beiden da auch. Oder ich packe nur den 18er in Anführungszeichen daneben. Dann hat man einfach einen Vergleich. So, Fotos habe ich gemacht. Ich blende sie hier mal ein. Wie gesagt, einmal mit dem 18er. Und einmal den 12er alleine. Ein bisschen aufräumen hier. Jetzt geht's zur Sache. Also, ich sehe sie ja immer erst richtig von hier, wenn ich gegen meine Scheinwerfer gucke. Und ich finde, der hat eine ganz sinnige Sherryfarbe. Nicht nur, dass der dunkel ist, der hat so einen Rotstich drin. So eine Portröte oder sowas. Das Fass wird ja leider nicht weiter beschrieben. Im Klassiker ob Oloroso oder was auch immer. Aber so eine Farbe, ja, das heißt, hatte ich noch nie. Aber die finde ich schon irgendwie, dieser Rotstich, dieses Bernstein, finde ich ganz extrem. So. Zeit hatte er. Was ganz anderes als die da. Keine malzige Heidekrautnote. Heidekraut, ne? Heidekrautnote, um Gottes Willen. Oh. Dieser Rauch hat. Also, jetzt finde ich diesen Rauch ganz klar einzeln stehend da. Der, ich hatte schon von einer Person, eben wovon ich das Sample bekommen hatte, hatte ich auch eine Beschreibung bekommen. Ich habe es jetzt nicht mehr aus dem FF drauf. Ich lese gar nicht gerne vorher sowas, um mich nicht beeinflussen zu lassen. Aber ich meine, wenn es seine Worte waren, er sprach auch von so einer Speckigkeit. Also das ist so ein speckiger Rauch. Das beschreibt es ganz gut. Der Alkohol kommt durch. Ist jetzt nicht wahnsinnig störend, um Gottes Willen. Und dann eben wirklich eine Dominanz von Sherry-Aromen, dunklen Aromen. Also ich finde, hier geht's extrem dunkel zur Sache. Ich habe ja auch schon mal von Glenlivet ein First Fill fast gehabt, 18 Jahre von Signatory, die Abfüllungen. Ich meine, gut, der war verdünnt, aber trotzdem, der war um einiges heller. Da war ich doch eine ganze Stufe heller von diesen Sherry-Noten. Nee, ich weiß gar nicht. Das ist irgendwie so, ja, so ein, also nicht diese Rumaromen, aber so irgendwie Rumtopf mit Rosinen, ganz dunkel. Also es ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes für einen Highland Park. Dieser speckige Rauch, dadurch, dass Highland Park eben rauchig ist,
unterscheidet es dann doch von vielen Space-Side-Brennereien, wo man dann mal eben so ein First-Fill-Fass, so ein junges kriegt. Ich denke da gerade an, von Glenn Taufers gab es da jetzt so ein paar. Ja, das waren Einzelfässer, sonst eben so ein Abunat fällt mir jetzt spontan ein. Dem fehlt eben einfach diese Rauchigkeit, wodurch die ja einfach ein Aroma weniger haben. Also, wie gesagt, auch wenn ich dem Sherry jetzt kritisch gegenüberstehen will, wie ich angekündigt habe, ist schon geil, ne? Ich kriege diese Früchte gerade gar nicht weiter auseinander. Oder ich kriege da gar keine Früchte. Ich habe da einfach so ein Mousse, so ein Kompott, so was Konzentratmäßiges, was da in meine Nase flutet. Ich habe Wasser da. Ich denke mal, die letzten Tropfen, die ich drin habe, die werde ich noch ein bisschen mit Wasser kitzeln. Mal gucken, was dann kommt, ob er ein bisschen heller rüberkommt. Gewöhnlich werden sie ja dann auch noch, machen sie noch ein bisschen mehr auf und strömen noch mehr Aroma raus. Mal schauen. Ganz am Anfang eben leicht noch den Alkohol gespürt. Also ich habe noch keinen getrunken. Ihr kennt meine Anfangsschwäche. Jetzt habe ich natürlich gleich mit diesen 58 oder was es waren, Volumenprozenten ganz schön zu kämpfen. Aber in der Nase habe ich da schon nichts mehr. Ich finde eine gewisse Eichennote im Hintergrund. Würze, um so zu sagen, die kommt dann doch mit dem Fass. Sonst, wie gesagt, mein Heidekraut, meine Malznote, die ist dann doch weg. Also, ob ich dann auf Highland Park tippen würde oder so schnell tippen würde, ich habe es damals beim 12er im Blind Tasting auch nicht geschafft, also um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine einfache Sache ist, aber hier dominiert ganz klar das Fass, was ich vorhin eben als eine Sache genannt habe. Ich will jetzt noch nicht mal Manko sagen, aber als einen Punkt, der mich dann doch auf Dauer irgendwo stört. Weil die Malls eben dadurch sehr, sehr einseitig und nicht mehr ausgewogen sind. Okay, genug gelabert. Ja, natürlich Vollgas, ne? Ich fange ja gerne von hinten an. Eine gewisse Bitterkeit habe ich. Ich fand eine ganz schöne Würze im Abgang. Also das ist europäischer Eichenfass, war aktiv. Und sogar eine leichte Bitterkeit. Also, ich meine, man kann es sich ja denken, wenn man sowas liest, manchmal kommt ja dieser Reflex, Mensch, warum haben sie den nicht noch länger drin gelassen, wenn sie so ein First Fill Fass da hatten? Aber ich glaube, den hätten sie auch gar nicht viel, viel länger da drin lassen können im Fass. Also die Eiche ist da ganz schön, das finde ich gerade im Mund das Dominante. Klar, Sherry-Noten, gar kein Thema, sind alle da. Aber ich finde, dass da eine Würze und wie gesagt am Ende auch schon eine Bitterkeit runtergeht. Als du jetzt beim ersten Schluck der hohe Alkoholgehalt, der einmal natürlich überall durchprickelt, so was Typisches für einen Sherry, was ich sonst oft habe, eben Trockenheit, Speichelfluss, ja, aber Speichelfluss weiß ich jetzt noch nicht mal so sehr. Also stark hatte ich es nicht, eine Trockenheit hatte ich gar nicht. Ich finde im Mund, ja, Fruchtigkeit, eine Süße ist da, aber dann dominiert ganz schön schnell wirklich die europäische Eiche. Ich nehme jetzt gleich nochmal einen kleinen Schluck, jetzt wo ich mich dran gewöhnt habe. Also davon gibt es ja genug, sonst würde man zurzeit eben nicht so viele Sherry-Geschichten im Angebot haben. Wer auf diese Sherry-Noten steht, ist natürlich
Genau richtig, also. Ich weiß nicht, ob Weihnachtsabteilung die richtige Bezeichnung ist. Ich sehe das echt als so eine komplexe Geschichte an. So ein Wust. Wie gesagt, und diese Würze, jetzt nehme ich es noch ein bisschen mehr hier drin war, wo ich ihn jetzt schon einmal im Mund hatte. Ja, meine Befürchtungen haben sich bestätigt, also ganz klar fast dominierend, aber von der anderen Seite, ich dachte eher von der Sherryfrucht her, Fruchtigkeit und Süßheit und dergleichen. Und ja, an die Eiche habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Kleiner Schluck. Bums. Kommt da diese Würze und diese bittere Note? Würde ich, glaube ich, Blind Tasting, wenn ich so viel wüsste, wie eben, ich meine, gut, Sherry-Fass, wenn es darum geht, jetzt hier Single-Cast-Sherry-Geschichten. Ich glaube, ich würde den auf älter tippen. Wirklich 18 oder 21 Jahre oder so. Ich glaube, ich bin jetzt nicht dazu oder jetzt dazu fähig, um zu irgendwo zu riechen, ob da noch ein Highland Park drunter ist. Wie gesagt, den Rauch nimmt man wahr, aber ich habe eben nicht diese Kombination wie bei den normalen Abfüllungen zwischen Heidekraut und Rauch. So tritt er bei mir immer ja, als erstes ins Gedächtnis, wenn ich immer wieder im Glas habe. Einfach eine schwere, eine richtige schwere, dunkle Fruchtnote. Mit, ja, von mir aus in der Nase eben auch so ein bisschen, wo wir eben Weihnachten hatten, mit so leichten Zimtansätzen. Und wirklich Süße. Klar. Jetzt tun wir mal ein bisschen Wasser rein. Viel habe ich ja nicht mehr drin. Aber wie gesagt, da reichen mir hier eigentlich auch 2 cl. So. Nehme ich einmal einen Schluck. Wie gesagt, reichen mir 2 cl hier für ein Video, um so einen ersten Eindruck kundzutun. Ich muss jetzt auch sagen, also klar gibt es Ausreißer, aber ich behaupte 95% kann man sagen, dass dieses Grundgefühl, was ich hier hatte, dann auch im späteren Verlauf bei Flaschen, die ich dann selber offen hatte und getrunken habe, sich dann fortgesetzt hat. Sehr wahrscheinlich ist es wie sonst im Leben, wenn man auch Personen trifft. Man muss ja noch nicht mal mit gesprochen haben. Man weiß eigentlich schon in den ersten Sekunden, ob jemand einem sympathisch ist oder nicht. Wie gesagt, ab und zu wird man dann am Ende auch getäuscht oder eines Besseren belehrt. So ist es beim Whisky ab und zu auch. Aber generell reichen die ersten Schlucke, finde ich, dafür aus. Und wenn es am Ende, wenn man einen dann sowieso mag und wieder ein Glas hat, ich glaube, dann geht man da auch mit Freude ran, mehr zu entdecken. Und bei jemandem, ja, wo man dann leider schon ein Vorurteil hat, schenkt man sich schon gar nicht wieder so freiwillig so schnell ein. Okay, ja, zu diesem ganzen Thema mit dieser Flasche und der Verteilung gab es da Diskussion. Ich möchte jetzt hier nicht drauf eingehen. Ist ja so ein Thema, was man nicht mit der Kneifzange anpacken sollte, weil, wie gesagt, zurzeit im Internet haben wir es ja leider das Problem, dass das Niveau sehr weit unten ist und ich habe es hier auch oft genug erlebt, dass man da auf einmal Kommentaren ausgesetzt ist, wo man sich manchmal auch wirklich fragt, ach Gott, warum tue ich mir das an? Deshalb, ja, wirklich habe ich hier jetzt gerade auch so eine kleine Selbstzensur, da sage ich jetzt gerade mal nichts zu der Verteilungsgeschichte und. Lassen wir einfach mal im Raum stehen. D
diesen Eindruck, den er von mir vermittelt hat, dass er älter ist, was ich sagte, der lässt jetzt ganz leicht nach. Aber sonst, ich habe mir jetzt auch nicht viel verdünnt. Es ist immer noch diese Sherry-Noten. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass die stärker zutage treten. Was ja dann oft der Fall ist beim Verdünnen. Aber dieses, was ich mit alt verbinde, hat etwas nachgelassen. So, mal gucken, wie sich jetzt die Eiche im Mund verhält. Ich denke, wenn ich die Flasche offen hätte, würde ich ihn dann, glaube ich, doch häufiger ein paar Tropfen Wasser gönnen. Gar nicht, um vom Alkoholgehalt runterzukommen, aber so kam er mir jetzt ein bisschen. Ist vielleicht auch, weil es jetzt schon der dritte Schluck ist. Ich weiß es nicht. Er kam mir so ein ganz klein bisschen zahmer vor. Also wie gesagt, Sherry-Noten ganz klar da, aber die Eiche dominiert hier. Das Ding musste auch aus dem Fass raus, meine persönliche Meinung. Highland Park, geschmacklich, was man kennt, Brennereicharakter, sehr weit zurückgedrängt. Sherry-Noten, besonders in der Nase, mehr finde ich als im Geschmack. Da, präsent, überwiegen, wie gesagt, gerade in der Nase, am Gaumen. Kommt eine ganz schöne Eichenfracht durch. Also welche Leute, die sich gedacht haben, Mensch, 12 Jahre, ich mag gar nicht so sehr Bitterkeit und Tannine, könnte hier den Leuten zu viel sein. Durch diese Rauchgeschichte, gerade bei den ersten Malen, wo man die Nase dran hält, echt wunderbar, schön. Jetzt kann jeder darüber streiten, ob er ihn braucht, ob er nicht braucht. Ich hätte ihn gerne offen in meiner Bar, weil das Ding ist einfach so ein Highlight. Das ist so eine Highlight-Flasche, finde ich, um einfach mal jemanden, wenn man einen Gast hat, zu zeigen, was eine Fassreifung alles bewirken kann. In dem Hinsicht Highlight. Nicht als Highlight, das ist mein bester Whisky, aber eben auch um Gegensatz zu zeigen, zum Beispiel zum 18-jährigen Highland Park mit seinen 43 Volumenprozent, wenn man den vorher hatte und man sagt, jetzt pass mal auf, jetzt hole ich nochmal was anderes raus. Alltagsdram, jetzt einfach mal Verfügbarkeit ist ja alles nicht gegeben, aber mal rumgesponnen, finde ich, ist er nicht so. Das ist eher was für besondere Anlässe. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. An alle, die ihn jetzt nicht im Glas haben werden. Es gibt so viele gute Whiskys. Und dieser hier, dadurch, dass er so fast dominant ist, finde ich ihn jetzt nicht einzigartig für Highland Park an sich, weil der Highland Park so weit zurückgetreten ist. Wenn Springbank sowas mal rausbringen würde oder vielleicht ein Ardmore, der leicht rauchig ist. Ja, der ist nochmal ein bisschen weniger rauchig, aber eine rauchige Brennerei, die es jetzt nicht übertreibt, wenn es davon irgendwo First Fill Single Cask Abfüllungen gibt in dem Alter, werden vom Grundcharakter, denke ich mal, ähnlich sein. Deshalb, ihr habt hier nicht den Knaller schlechthin verpasst, den es nur einmal im Leben gibt. Hat man beim Whisky sowieso nicht. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.